Yes, I see it now. They were wrong about your nose, but you match the description of the one I was to look out for. We can dispense with the remainder of my questions. You are free to enter Edessa. Sandstone Villa will serve as your lodgings. Temporarily. Das ist ja nett. Ich komme in der Stadt an und krieg direkt eine Villa geschenkt. In welcher Stadt ist das denn hier in Deutschland so? Ich würde das auch ganz gerne mal haben. Ist das eine Art Trick? It's no trick, newcomer. I take my duties very seriously. But I think you are right to be suspicious. True, you have been saved from the squalid lodgings of the Hospitalis quarters, but Sandstone Villa is usually safe for a peculiar manner of guest. It is more than unusual for one of your kind to be lodged there in any event. Now here's your key. Welcome to Edessa. Yes, interessant. Die Stadt gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser als die andere. Ich meine, wir kommen an und kriegen direkt eine Villa geschenkt. Was ist los? Gucken wir uns direkt mal an, die Scheiße. Oh, habe ich jetzt sogar meine eigenen Sklaven hier drin? You. So, you're the one that's come from Alistar. I've waited more than a while for you to show up. I'm Brutin, the Canis Brutin of the Praetorians. I've been stationed here for your protection. Was, der Lappen? Vor was willst du mich denn beschützen? I won't lie to you, Longlegs. You being housed here is because someone wants to keep an eye on you. I don't even know who it is. But I can tell you one thing. A gnome who keeps secrets in this city isn't up to anything good. Better to track them down before you or anyone else gets hurt. Luckily, looks like I'm not the only one that noticed your arrival. Got some letters here from the other concerned parties. Would be some leads. Warum brauche ich denn einen Sicherheitsdienst? Because someone important enough in this city said you needed it. You're being watched. Either you charm someone high up or you piss them off. Either way, they don't want you on your own. Na gut, dann gib mir halt die Briefe. Hey, and here they are. Talking with any of their authors should get you in the right direction. I won't lie to you. I'm sticking my neck out here helping you the way I have. But I won't stand to let any one gnome ruin the greater good of my people. Need anything else, talk to my Lou. He's been stationed as your retainer while you stay in the villa. Was sind denn das für Briefe? Who should I know? It was addressed and signed. I just checked for poison and all that. Just track down whoever wrote them. You do know how to read, right? That might be useful. Nein, ich kann leider nicht lesen. Deswegen habe ich deine Texte gelesen. So, komm her, du Lappen. I am Milo. I am here to manage the household affairs of Sandstone Villa. Should you have any need of my... Toll, der kann ja voll viel. Kann nur heilen. Ja, plündern wir erstmal. Ach, das ist ein Stash. Okay. Okay. Dann können wir erstmal hier diese Cold Spike platzieren und den Brimstone Cure und das Ding. Und das Ding und das hier und das. Und dieses und ja, das reicht erstmal, glaube ich. Ah, oh, das ist ja super, haben wir erstmal hier Zeug platziert. Mann. Eigentlich wollte ich nur klauen, deswegen bin ich hier. Jetzt ignorieren wir mal, dass das Bücherregal da geblinkt hat. Bücherregal stinken. Dann gehen wir eine Etage höher. Kann man sich ja sicherlich leicht verlaufen, dem Kack hier. Noch ein Bett, juhu. Eins reicht ja nicht. Ich bin ja so fett, dass ich über mehrere Etagen verteilt Betten brauche. Ich wiege nämlich 350 Kilo und bin obdachlos. Aber mit 350 Kilo, glaube ich, da reicht noch ein Bett. Die diese im Fernsehen mal mit Baucontainern zum Krankenhaus schleppen, die wiegen ja meistens 500 oder so. Aber die können ja meistens nichts dafür. Die liegen den ganzen Tag im Bett und fressen, aber... Das ist ja nicht deren Schuld, Mensch. Die essen doch nur. Egal. Muss man nicht drüber reden. Was ist denn das hier? Soll das ein Pool sein? Der ist aber echt sehr erbärmlich. Der ist ja... Da kann man sich ja nicht mal reinlegen, so klein ist der. Hm, was gibt's denn noch Schönes? Hier hinten geht's noch ganz schön weiter. Wie groß ist denn das Ding?
Na, viel kommt ja hier nicht mehr. So eine kleine Kackbilla. Gibt es hier keine Kisten, die man plündern kann? Man wird aber irgendwas klauen können. Da hinten, da blinkt was. Kiste. Master's Hammer of Light. Egal, ist blau. Wenn es blau ist, ist es Geld wert. 10.000 oder so. Hier noch was Schönes. Ja, hör auf zu wedeln mit den Chakrams. Na gut, hier gibt es erstmal nichts mehr. Vielleicht hier unten noch. Diese ganzen scheiß Wege überall. Ich finde da hier nie wieder raus. Da kann man nicht rein. Hätte ich vorher mal auf die Map gucken sollen. Hier kann man auch nicht rein. Gibt es hier unten noch irgendwo was? Also dafür, dass das eine Villa ist, gibt es hier echt wenig zu holen. Das sieht ja aus wie eine Rumpelkammer mit dem ganzen Müll überall. Okay, das war so ein bisschen Zeitverschwendung. Ja, Milo, das ist sehr schön. Aber ich brauche dich irgendwie nicht so. So, was gibt's denn hier noch so? Wer ist denn das denn? Normaler Mensch in einer Gnomenstadt? Der muss ja verdammt der Stecher sein. Da haben wir das Gefängnis. Da haben wir die Contacts. Die sind mir erstmal egal. Ja, oben ist ein Lehrer. Ein Lehrer. Wo ist der Lehrer? Der da? Der hässliche? Eric Porter. Training. Das Spelling können wir hier lernen. Bis 3. Wir haben 2. Das ist hervorragend. Das trifft sich wieder mal super. Haben wir einen Skillpunkt mehr. Für free. Und das ist Nacht geworden. So, mal gucken. Gibt es hier noch mehr Lehrer? Oder Händler oder sowas? Irgendwas Gutes. Da drüben ist anscheinend ein Händler. Was macht denn meine scheiß Katze hier schon wieder? Die robbt hier über den Tisch. So, was hast du Schönes? Das ist Müll, 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 Müll. Silbernit. Das brauchen wir nicht. Repair Kits. Ja. 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 So, das wollten wir wegmachen. Du bist schon mal irgendwie total nutzlos gewesen, aber weibliche Händler. Pff, was soll man da erwarten? Wir reparieren mal. Über 60 Repair Kits. Das sollte ja eigentlich reichen. Für eine Weile. Dann gehen wir mal hier in die Kneipe oder was das ist. Da ist nämlich irgendwie noch ein Händler drin. Arcadium. Arcadium. Was hast du Schönes? Du hast also die Tränke. Dann nehmen wir uns hier mal direkt die ganzen großen Heiltränke mit. Und das hier, ja, schön die ganzen großen Heilsachen mitnehmen. Rezepte kannst du behalten. Scheiße. Was hast du noch? Toll, Bücher. Die werde ich natürlich nicht lesen. Und hier schleicht noch ein Lehrer rum. Welcher? Der hier? Ja, du bist ja derselbe von draußen. Was willst denn du hier drinnen? Ich dachte, das ist ein neuer Lehrer. Da kommt einfach der Mongo von draußen angeschlichen. Was ist da für ein NPC drinnen? Ein Händler, glaube ich. Und der, mit dem wir reden sollen, der eine. Domus Politica. Da hinten ist der Händler. Der ist erstmal wichtiger. So, was ist denn du Schönes? Du hast hier... Ist ja erbärmlich, was du da hast. 19% Damage, das ist gar nicht so schlecht. 1 zu Might Abilities, das ist ganz schön rotz. Oh, ein Backpack. Yeah, Bitches, 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 Backpack. Sag mal 100. Halt die Fresse. Ich hab das Backpack, das reicht mir. Du bist ab jetzt wertlos für mich. So, wir reden erstmal mit Corden Passant. Der hat mir einen Brief geschrieben. Der sieht schon aus wie ein mieser Ficker. Scrivener of the Domus. I have need of your help to solve a rather delicate situation. Ja, warum brauchst du meine Hilfe? I was asked to write a letter of contingency. Should things for the Alpha turn dire, it would establish a known peace between Edessa and the Tuatha armies. It was never meant to be sent, only prepared, but was accidentally taken by the courier. It must be recovered. Mhm. Okay, also ich helfe dir, wo soll ich anfangen zu suchen?
There was a traveler by the name of Parwin Well. She said she was making her way to Rathir, but she might have stopped in the traveler's camp on Apotir. Okay. Sun camp is the name, I believe. Fair enough. Also, er hat wohl irgendwie einen Brief geschrieben und den wollte er eigentlich noch gar nicht abschicken, aber irgendwie hat ihm denn der Kurier den Brief doch weggenommen und ist halt damit losgerannt und den sollen wir wiederholen. Und hier ist die Olle, mit der wir reden sollen. Die sieht ja echt scheiße aus. Toll. Yes, what do you want? I am not in the habit of making conversation with strangers, especially one of your stature. Please be quick. Templar Octian ist ein Krimineller. I see. Think very, very carefully about what you are saying. Octian is a Templar. He is in a position of the highest authority. And who, may I ask, are you? For you to accuse Octian without having a direct confession is not only meaningless, but contrary to all our procedures. Aber er ist ein Teil einer Verschwörung. Even if this were true, or even already suspected, it would have to be corroborated by Octian himself. That requires a confession. As he is not here to present the charges himself, I must assume that no such confession exists. Now, I have done all I can for you. Please, trouble me no further with this matter, especially with such insufficient evidence. Toll, das hat mir jetzt voll viel gebracht. Du musst Octian aufhalten. We have already discussed this. Nothing short of a confession would convict him. As such, Templar Octian will remain. Jetzt müssen wir mit dem Templar noch reden. Das ist ja super. Ist der hier unten? Mal gucken. Meine Katze rastet hier mit der im Background aus und frisst den Teppich wieder auf. Keine Ahnung, ob man das hört, aber ich denke schon, die ist verdammt laut, die Sau. Das ist immer noch der Typ. Please tell me you've made some discovery about the letter. It must be recovered. Warum soll ich. Wo soll ich ihn finden? Das ist gut. Jetzt haben wir. Der ist immer noch markiert. Selbstlos. Send regrets on behalf of Templar Joriel. While she wishes to extend you aid, she's stymied by protocol. What she gave you was an official response. I'm here to give you another response. A personal one. Hä? Okay, also anscheinend hat sie irgendwie gerade Gülle gelabert und will mir jetzt noch eine private Message geben. Worüber redest du denn da? My superior has suspected for some time the crimes that you've levied against Templar Octian. But like you, she is frustrated by his status. Allow me to be direct. If you can make Templar Octian publicly acknowledge his crimes, then Templar Joriel will reward you. She will be your patron of sorts. Ja, was soll ich denn Schönes machen? You wish to bring the Templar to justice, yes? Then you must get him to publicly. Ja, das hat man schon. As my superior no doubt told you, the Templar may be found in the livery. Das klingt ja super einfach. Ich soll den komischen Templar-Typen dazu bringen, dass er gesteht, dass er Scheiße baut. Das wird er garantiert einfach so machen. Ja, natürlich. Da drüben sehe ich noch zwei Lehrer, die schnappen wir uns noch. Halt die Fresse. Mal gucken, was die zwei Lehrer uns Schönes beibringen können. Werden sie uns überhaupt noch was beibringen können? Das weiß man jetzt noch gar nicht. Hospitalis Quartus. Quartus. Quartiers. Oh, ein Contract Board. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Keine Ahnung, was wir da jetzt machen sollen. Aber ist mir auch egal, das werden wir rausfinden. Wer ist der Lehrer? Bist du der Lehrer? Du läufst, ja. Du bist der Lehrer. Training. Okay, da können wir noch nicht trainieren, da brauchen wir einen Skill von 4. Dann ist das garantiert ein Schleichtrainer oder sowas. Wer bist denn du? Training. Können wir auch noch nicht trainieren. Was mögen die uns wohl Schönes beibringen? I don't fucking know. Irgendwas, was wir halt noch nicht auf 4 haben. Wahrscheinlich Schlösser knacken und schleichen. Sahen beide aus wie Diebe. So. Ferrari. Nee, Ferrier. Ja, warum nicht gleich Ferrari? Die sind sehr stark, die Chakrams. Aber ansonsten gibt es hier immer nur Müll. Das ist das Schöne. Hey, toll, das haben wir schon an. Hat der Händler genau das gleiche wie ich. Repair Kits brauchen wir erstmal nicht mehr, haben wir jetzt noch so viele. Gut, mehr gibt's hier anscheinend nicht zu holen.
Oder? Rattles Office. Ist mir egal. Das bringt mir alles nichts. Ich möchte jetzt hier raus. Raus, 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 raus. Scheiß Huhn blockt mich. Warum sind hier Hühner in den Häusern? Was ist das denn für eine kranke Stadt? Naja. Dann gehen wir mal wieder auf den Marktplatz, so was das ist. Und mit diesem Anblick auf Adessa verabschiede ich mich von euch. Das war der 100. Part von Amalur. Aber noch lange nicht der letzte. Für mich ist jetzt erstmal eine Weile Pause. Aber ich habe so einen Vorrat, dass für euch nicht Pause ist. Und in Part 101 knüppeln wir uns dann hier irgendwie durch Adessa. Und dann schauen wir mal, wo es danach hingeht. Mein Name ist Riven. Das war Part 100. Ja, wir sehen uns in den nächsten 100 Parts wieder. Weil so lange wird das Spiel mindestens noch dauern. Bis dahin, tschüss.